Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Prehistoric Sanctuary UK. Beim letzten Mal haben wir ein großes Aviarium gebaut, in dem viele Flugsaurier ein neues Zuhause gefunden haben. Und diese haben von euch wieder tolle Namensvorschläge in den Kommentaren bekommen. Und dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Gehege. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen geplant und den Grundriss gemacht. Und heute werden wir es dann endlich mit Zäunen einzeichnen und dann auch final gestalten. Das Ganze heute im Speedbuild, weil ich echt viele Felsen platziert habe und viel Landschaftsgestaltung gemacht habe. Und ich finde, da ist es immer ein bisschen angenehmer, wenn es ein bisschen vorgespult ist und das Ganze für euch ein bisschen schneller geht. Am Anfang ziehe ich erstmal so ein bisschen die Grundrisse, wo das Gehege ist und natürlich die Strecke, die durch das Gehege führt, damit ich dann die Landschaft in dem Gehege dementsprechend anpassen kann, damit die Strecke dann später auch interessant ist und nicht an ja, bestimmten Stellen zu steil und sowas, weil das finde ich immer nicht ganz so schön, wenn dann der LKW oder, ja, das ist jetzt ja so eine Tour mit so einem LKW, wenn der dann zu schräg fährt, ist immer nicht ganz so gemütlich, wenn man da drin sitzt und dann die Dinosaurier beobachtet. Deshalb finde ich es immer wichtig, dass man das zuerst einzeichnet und dann alles schön überglättet und dann dementsprechend die Landschaft drumherum um diese Strecke formt. Und jetzt fangen wir auch schon direkt an mit einem Teil, den ich sehr, sehr viel in diesem Video machen werde, nämlich Felsen platzieren. Ich habe dann auch noch hier einen Höhenunterschied innerhalb des Geheges geschaffen. Sowas finde ich auch immer echt schön, weil dann das Gehege immer viel, viel interessanter wirkt, wenn da Höhenunterschiede drin sind und die Dinosaurier sich auf verschiedenen Ebenen bewegen können. Und gerade wenn da so eine Tour durchfährt, ist das immer besonders cool, weil die halt sozusagen unten reinfährt und man dann schon so nach links oben schauen kann und dann eventuell den ein oder anderen Dinosaurier schon so ein bisschen erkennen kann und dann nach und nach da so nach oben fährt und dann ja oben halt die Dinosaurier besser sehen kann, beziehungsweise dann nochmal von oben runterschauen kann. Ebenen und Höhenunterschiede sind immer super, super interessant. Ist natürlich durch sowas immer ein bisschen komplizierter zu bauen. Aber in Jurassic World Evolution 2 klappt das mit dem Bauen auch schon wirklich richtig, richtig gut. Und mit Mods kann man dann auch die Felsen, die ich jetzt hier zwischen diese Höhenunterschiede platziert habe, ineinander verschachteln und sowas, damit auch so ein bisschen größere Felsen entstehen. Das finde ich auch richtig cool. Dann habe ich noch als nächstes auf der oberen Ebene auch noch ein bisschen Wasser eingezeichnet. Dort wollte ich aber nicht zu viel machen, weil wir ja unten schon so ein bisschen größeres Gewässer haben, wo dann die Bewohner trinken können. Hier kommen übrigens Pflanzenfresser rein. Und dann kamen wieder viele Felsen dazu. Und zwar nicht nur im Gehege, sondern eigentlich in dem gesamten Bereich, wo diese Strecke dann entlang fährt.
damit diese auch möglichst interessant später aussieht. Und dann kam nochmal so ein bisschen Finalisierung mit Büschen, Bäumen und ein bisschen Terrainbepinselung. Und in dieses Gehege kommen 4 Koritos. Oder sind es 5? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Werden wir gleich sehen. Okay, es sind 5. Alle mit verschiedenen Skins. Aber das war noch nicht alles. Und dazu kommen noch 2 Sauropoden. Nämlich Kamaras. Die haben auch wieder wunderschöne Skins. Im Hintergrund sieht man das schon, wo sie gleich hinkommen. Oh, die werden richtig gut in das Gehege passen. Bring die jetzt mal alle rüber und dann schauen wir uns das mal an. Und wir werden jetzt an dieser Tour mal teilnehmen. Ja, ich kann auch nach hinten, das ist gut. Bin jetzt echt mal gespannt, wie das gleich im Aviarium aussieht. Habe ja diese Folge echt viele Felsen platziert. Deswegen ist das Ganze auch zu einem Speedbuild geworden. Die bleiben sogar stehen bei den Überwegen. Wir fahren jetzt gleich in das neue Gehege. Und da sehen wir auch schon den ersten Bewohner, ein Korito. Und auch ein Kamara. Oh, das ist ja richtig schön mit den Felsen da, dass die dann da so dahinter sind. Jetzt einen richtigen Platz nur finden. So ist gut, glaube ich. Oh, ist das schön. Und wir sind bemüht, solche sozialen Gruppierungen nachzubilden. Ich glaube, das mit den Felsen hat sich auch echt gelohnt, dass ich so viele platziert habe. Im Wasser ist leider gerade keiner. Das wird sich aber, denke ich mal, noch so ein bisschen verteilen mit den Sauriern. Ich glaube, die sind gerade alle da oben gewesen, weil ich die alle dort mit dem Helikopter hingeflogen habe. Da sieht man auch den Turm. Auch recht cool aus mit den Felsen davor. Oh, und da kommen die Koritos. Autsch.
So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, wenn ich hier an Pflanzenfressern vorbeidüse. Direkt hier verprügelt werde. Aber ich glaube, das war nur aus Versehen. Autsch. Ganz schön gefährlich. Oh, da unten ist ein Kamara. Und hier ist auch noch mal einer. Wir möchten Ihnen einen sicheren und unvergesslichen Tag ermöglichen. Oh, das ist so cool. Es ist jedoch bekannt, dass hier starke Stürme auftreten können. Daher haben wir Maßnahmen etabliert, um Besucher bei... Und jetzt geht's gleich schon ins Aviarium. Da bin ich jetzt auch gespannt. Und da sind wir drin. Der ansehnliche Schädelkamm von Diosternbergia entsteht erst, wenn der Pterosaurier ins Erwachsenenalter eintritt, wobei sich die Stirnknochen zu einer Vielzahl verschiedener Größen und Formen entwickeln. Ist das cool? Die so über uns rüberfliegen. Aber ich glaube, das war schon. Das ging echt fix. Tropiognathus ist ein großer Flugsaurier. Aber ist doch alles ganz schön geworden. Der mit seiner beeindruckenden... Und jetzt geht's hier wieder zurück zur Station. Und das war's mit der Tour. Das hat doch echt eine Menge Spaß gemacht. Und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Schreibt noch gerne Namensvorschläge für die Kamaras und für die Koritos in die Kommentare. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.